Da wir erst am späten Nachmittag in John O'Groats loskommen, führt unsere Etappe heute nur nach Dunnet Head und dann bis zum Campingplatz bei Thurso. Wenn wir schon hier oben im Norden sind, wollen wir natürlich auch zum wirklich nördlichsten Festlandpunkt von Schottland. Seit 1831 steht hier das Dunnet Head Lighthouse, das seit 1995 automatisiert ist. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, da der Weg hierher schon sehr schön zu fahren ist, es einen großen Parkplatz gibt und die Aussicht einfach grandios ist. I've heard a story, I've heard it said, come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire. Einem Supermarkt. Nein, nach einem Highland. Highland Rind. Highland Rind. Genau. Wo warst du denn? Ach, hier irgendwo. Du willst doch nicht ewig eine Landratte. Ich bin keine Landratte und eine Schiffsratte erst recht nicht. Lass das Schiff zu Wasser hinten. Und Harry. Nur 20 Kilometer entfernt von Dunnet Head liegt unser heutiger Übernachtungsplatz. Wer die Stadt Thurso anschauen möchte, findet hier eine gute Möglichkeit zur Übernachtung zu stehen. Auch ein schöner Klippenweg führt direkt am Platz vorbei. Aber wir persönlich würden hier nicht noch einmal übernachten. Am Empfang wird man kühl und sachlich empfangen. Und obwohl man eigentlich einen ganz netten Blick aufs Meer hat, wirkt der Platz irgendwie wie ein Raststättenparkplatz.
Die Frischwasserstation auf einer Wiesenrasenecke ist kaum anfahrbar. Die Abwasserstelle ist so schief, dass das Abwasser nicht ganz rauslaufen kann. Und auf den großen geschotterten Plätzen, wo wir standen, gibt es übrigens keinen Stromanschluss. Aber wenigstens ist WLAN bei 24 Pfund inklusive. Naja, und die Sanitäranlagen sollte man eigentlich auch meiden. Grundsätzlich ist alles vorhanden, wie ein Raum zum Wäschewaschen oder zur Chemiekloentleerung. Aber der Spülraum ist echt zu eng und außerdem finde ich es immer ungünstig, wenn sich Klo und Dusche im selben Raum befinden. Das Wasser kam übrigens nur brühend heiß heraus. Und ich dusche für mein Leben gern richtig heiß, aber das ging gar nicht. Morgen musst du wieder draußen warten? Gibt's für dich wieder kein Esschen? Musst du wieder im Wind stehen? Bist du ein armes Hundili? Oh, der Blick. Nicht mehr, oder? Hä? Wenn morgen heute ist, dann willst du es nicht mehr. Nee, immer nur Haushalt ohne Knolle. Mal probieren. Was wird was? Naja, ist ja sowieso nicht mehr bald. Nicht mehr lange. Stimmt. Ja, das ist doch mal ein Blick hier, um noch schön abends da zu sitzen. Direkt gegenüber ist übrigens ein großer Einkaufsladen, in dem wir noch einkaufen gehen können. Hier haben übrigens einige WOMO-Fahrer mit gleicher Aussicht deutlich günstiger übernachtet. Für uns geht es die Küstenstraße weiter Richtung Westen und es folgt ein wirklich schöner Teil im nächsten Video. Bringing me